Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hannibal vor den Toren, die Erweiterung zu Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und im letzten Teil wurde Gades, eine unserer Siedlungen, von den hinterhältigen Todetanern geplündert. Aber wir sind schon bereit, um mit Hannibal auf ihre Stadt vorzumarschieren. Und wir gucken erstmal, wie weit wir im normalen Marsch kommen. Ja, das ist doch in Ordnung. Dann lauf doch erstmal einfach nur hier runter. Dann brauchen wir nämlich auch gar keinen Gewaltmarsch. Dann machen wir das nächste Runde so mit der Belagerung dann. Und unsere Truppen kriegen auch noch ein bisschen Verstärkung. Ist doch schön. Ja, also erobert haben sie sie, aber eben nur geplündert und nicht eingenommen. Wir haben Frieden mit den Garamanten gemacht. Haben dadurch nochmal ein bisschen unsere Finanzlage auffrischen können. Wir sind immer noch unverlässlich. Das wird wahrscheinlich auch noch 100.000 Jahre dauern, bis sich daran irgendwas ändert. Das war übrigens wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Mauri sich hier jetzt von uns zurückgezogen haben. Mit den Lusitaniern könnten wir eigentlich einen Handelsvertrag schließen. Die haben Krieg mit den Vetonen und mit den Galäkern. Mit den Vetonen haben wir noch gar nichts am Hut. Die finden uns einfach nur scheiße, ne? Ja, dann können wir doch mal mit den Lusitaniern ein Handelsabkommen anbieten. Für Nichtangriffspakt? Okay, gut. Für ein Schutzbündnis. Okay, für Kriegsbeitritt gegen die Vetonen. Das würden die auch nicht machen. Okay, dann fuck you. Dann schauen wir mal, ob wir die Lusitania dann doch komplett erobern werden können und so weiter und so fort. Die Kantabrer, die würden jetzt sogar mit uns handeln. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft... Und dein Volk ist als Stammler bekannt. Ohne Witz, also... Ja, da wollen wir gerne hin. Wolke, die müssen wir noch ausschalten. Dann haben wir natürlich wieder ein Problem mit den mit Marseille an der Backe. Wir haben ganz viele asaisonale Bedingungen, die ich mir jetzt nicht genau angucke, weil das einfach zu lange dauert. Wir haben hier einen Level gekriegt. Du bekommst List, wenn es geht. Wir haben eine Garnisonsarmee verloren vorhin, das ist ja klar. Ein Mann hat viele Gesichter. Ja, lauf mal hier hoch. Anit, segne unsere Reise. Ich will doch gerne wissen, was in Tolosa los ist. Du bleibst mir noch da unten und beobachtest ein bisschen. Du machst noch weiter hier den Kulturtransformer. Du musst dich noch reaktivieren. Syrakus ist wieder kurz davor, uns den Krieg zu erklären. Wir können hier die Schiffe aufwerten. Wir müssen mit den Truppen da immer noch in der Stadt bleiben, weil die sich immer noch aufregen und einkacken. Hier unten wird die öffentliche Ordnung wieder schlechter. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier einen Tempel bauen. Der Tempel des Baal Hamun ist, glaube ich, ganz okay. Ja, du bist auf dem Weg da unten hin. In Siga können wir einen Tempel bauen. Guck mal da. Schau mal eine an. Die haben tatsächlich hier die Getula vernichtet. Haben aber auch schon auf der anderen Seite den Vertrag mit uns gekündigt. Naja gut, okay, dann werde ich die Siedlung jetzt erstmal wieder besteuern. Vielleicht waren es ja auch irgendwie die Getula oder was weiß ich, die hier für Unruhe gesorgt haben. Ich kann es jetzt gerade schlecht sagen. Wir müssen hier was für die öffentliche Ordnung machen und das Schutz vor Agentenaktionen ist auf jeden Fall gut. Panem et Kekensis Alas geht hier ja gar nicht. Das Ding bringt mir nur mehr Nahrung. Okay, was bringt mir noch mehr öffentliche Ordnung? Das bringen die meiste hier, Schrein des Tanit, dann bau das Ding um. Oder bauen wir das Ding um, ja, ich weiß es nicht. Wir können auch noch einen Hafen gebrauchen. Karthago, da läuft eigentlich alles. Ja, komm, wir holen uns den 10er Bonus für die öffentliche Ordnung, das ist in der Hauptstadt. Halt, stopp, nee, doch nicht. Wir müssen hier ja umbasteln.
Stimmt, ja, das ist ja auch alles noch. Okay, weißt du was? Lass das mal gerade weg, weil der Hafen, der ist nämlich sauteuer. Dann bauen wir den nämlich erstmal um. Und du baust mir hier auch noch einen Tempel hin. Wir haben echt so die mega Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Es geht mir so auf die Nüsse, aber was willst du machen, ne? Okay. Euren Diensten. Mehr Hingabe. Ich kann halt hier nicht raus, weil sonst kommen gleich die Römer wieder angeschissen. Wir können mal überlegen, ob wir noch mit Syrakus irgendwas machen. Seid gegrüßt. Verschwendet keine Zeit mit schlecht gewählten Worten. Die hättet ihr mit Baden verbringen sollen. Weißt du was? Ich mache ein Geschenk. Ich schenke dem jetzt mal 500 Denare. Wenn er mich angreift, dann... Dann kotze ich halt einfach nur. Im Endeffekt, gut, er hätte dann den Römern eine Siedlung abgenommen, aber... Naja, mal gucken. Also im Endeffekt, ja, im Endeffekt, er nimmt den Römern eine Siedlung weg. Nicht wirklich mir, aber ja. Trotzdem wäre das halt irgendwie doof. Ich erwarte weitere Befehle. Ah ja, schön, du kannst ja jetzt raus. Gut. Habe ich hier bei dir noch Militärzugangsrecht? Bei denen? Mein Herr heißt euch und euer. Gut. Denn ich hätte jetzt schon ein Interesse daran, mit dir möglichst schnell nach Karthago zu laufen. Damit wir bei Zeiten dann doch was gegen Syrakus machen könnten. Ein Mann hat viele Gesichter. Und nimm den Spion mal mit. Den können wir auch gebrauchen. Dann haben wir da unten jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Alles ziemlich ärgerlich. Ah, du musst da unten stehen bleiben, oder wie ist das? Plus 6 momentan. Gepriesen sei Ball, Ziel erreicht. Okay, komm, geh auf das Schiff. Ich will ja auch, dass die Leute wieder happy werden. Sie ist noch ein bisschen ärgerlich, aber gut, es geht nicht anders. Ja, und wir holen uns noch hier irgendwie... Ah, Mist, ich krieg's nicht, ich habe nicht genug Geld. So ein paar Schiffe brauche ich nämlich. Okay, wir gucken mal. Aber wir müssen ja eh noch eine Siedlung mehr erobern, sogar zwei. Wir brauchen sogar noch zwei Siedlungen. 14, ja, wir brauchen zwei Schiffe noch. Noch eine Technologie und nochmal zwei Militäreinheiten. Ach, guck mal da, da sind die Römer ja wieder. Können wir nochmal ein Seegefecht schlagen? Ich finde das irgendwie... Es gibt eine Zeit, wenn selbst der Fluss aus... Okay. Ja, mach's automatisch. Komm, mach schneller. Die greifen mich nochmal an. Werden mich jetzt nochmal plündern, denke ich. Oder werden sie es komplett besetzen? Na, sie haben es besetzt. Okay. Ah ja, 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 da gucken wir jetzt mal, wie du jetzt hier abhörst. Wenn er mich schon... Ach Gott, der greift mich sogar noch auf der anderen Seite der Brücke an. Ja, das wird ja ein Spaß. Oder, okay, er greift mich auf der anderen Seite der Furt an. Ich sehe jetzt nicht, wo er steht. Ne? Dann stelle ich mal hier hin.
Fertiger! Wie ihr sagt! Und ich sage, mach den Plänkelmodus aus. Die Götter sind mit uns! Herein! Kavallerie! So, wir gucken uns jetzt nochmal ganz schnell hier ein bisschen die Karte an. Da hinten ist eine Brücke. Wisst ihr was, wenn er über die Brücke drüber will, dann soll er es halt machen, aber ich glaube echt, ach, es ist mir eigentlich scheißegal. Ich schätze mich glücklich hier zu stehen. Im Kreise meiner Waffenbrüder, im Namen unseres Volkes. An keinem Ort wäre ich heute lieber. Ist es der Wille der Götter, werden wir diesen Feind mit unseren Schwertern richten und vernichten. Okay. Freuen wir uns drauf. Warum geht das brennende Geschoss nicht? Ach, weil es regnet. Wie ihr befehlt. Dann machen wir mal dieses hier. Elefanten! Erwarte Befehle! So, die Elefanten stellen wir jetzt mal zum Flanken hier rüber. Gibt's da oben noch eine Furt? Nee, ne? Ja, renn du mal da hier hinten über die Brücke. Ich mach mal noch ein bisschen schneller, das dauert ja noch, bis der da ist. Achso, du kannst direkt mal in den Nahkampfmodus gehen. Das sind alles Nahkämpfer, aha. Ja, dann komm mal näher. Ja, nee, lauf mal bitte dann wenigstens noch auf die andere Seite der Brücke. Die Götter sind mit uns. Schieß du mal auf die Kaff. Elefanten bereit! Bereit! Dafür ihr! Erwarte Befehle! Unsere Speere! Wir verdunkeln den Himmel! Elefanten! Okay, ich glaube, die kriegen wir. Eure Befehle, mein Herr! Elefanten! Mein Herr! Hopliten. Ja, ich glaube, die kriegen wir. Doppelte Geschwindigkeit! Kriegselefanten! Kann hier schön drüber trampeln. Einmal, ja, fein. Ist das gut? Also das waren mit Abstand die härtesten iberischen Schwertkämpfer, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nee, bleib hier. Und du kommst zurück. Das ist ja sein Gen. Ohne Plänkler. Okay, die Hopliten ziehe ich mal definitiv zurück. Das ist auch nicht so schlau, dass die KI immer die schwächsten Einheiten zentral aufstellt. Ja, du kannst eigentlich auch so rennen, Kollege, ne? Also, ist jetzt nicht bös gemeint, aber, ne? Ohne Scheiß, da stehen die jetzt noch, ne? Ich krieg zu viel. Die haben die nicht angegriffen. Dann mach's halt mal jetzt. Komm. Befehle!
Bereit! Reiter! Rückt vor! Reiter! Da, Kampfkavallerie zu euren Diensten! Hier bringen wir die mal in Stellung, dass sie zur Not noch gegen diese Adelskavallerie eingreifen können. Falls sie was Dummes vorhaben, aber ich hoffe mal nicht. Ich denke eigentlich schon, dass wir das packen. Die Speerkämpfer schnell aufzureiben. Die Steinschleuderer meine ich. Jetzt will er hier den Angriff. Wir müssen auf jeden Fall mit euch einmal drumrum. Und zwar so, dass wir von hinten chargen können. Ich finde dieses Gekreische so schlimm. Müsste da jetzt schon hier einen Bonus bringen, oder? Bei der Adelskavallerie muss man übrigens aufpassen, je nachdem mit welcher Fraktion der Gegner kommt, ist sie OP. Also, ihr habt das ja glaube ich schon im Multiplayer gesehen, dass ich mit Hannibal Barkas, also jetzt nicht, ne, hier unserem, also dass ich mit unserem Hannibal Barkas, jetzt nicht dem, ne, klar, gemacht habe. Der hat mit Baktrien gespielt und da gab es ja auch eine Adelskavallerie, die halt echt mega OP war und ja, da muss man halt echt aufpassen. Und dass da geht jetzt, also dass da ist halt auch schon krass, es ist halt, Adelskavallerie ist unglaublich stark, wenn die KI sie spielt. Wir haben ihn auf 21 Einheiten runter. Ich gehe nicht davon aus, dass wir es schaffen, bis die iberische Kavallerie da ist. Wahrscheinlich müssen wir uns hier zurückziehen. Wobei, jetzt wankt er. Hat noch 18 Einheiten. Unsere Kavallerie wankt jetzt auch. Es wäre gut, wenn die nicht flüchtet, damit er keinen Moral-Push kriegt. Auf der anderen Seite noch 37 Einheiten hier. Er hat uns die Kavallerie hier einfach auch wahnsinnig schnell niedergemetzelt, muss ich sagen. Ich musste ja, damit ich hier einen Angriffsbonus bekomme, einmal um ihn drumherum reiten. Und jetzt müssen wir ganz schnell hier weg. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell hier weg. Weil sein Hauptheer ist, der jetzt doch so auf uns abgesehen hat. Wir können eigentlich jetzt mal hier ansonsten den Angriff mit dem Elefanten suchen. Ballisten haben ihre Munition bereits verschossen. Können jetzt also hier stehen bleiben. Ich würde doch sagen, wir rücken jetzt mit den Elefanten raus. Denn wir werden dadurch, wenn wir hier nicht rausrücken, dann könnte es durchaus sein, dass er da mit einigen Einheiten noch entkommt. Und das will ich auf gar keinen Fall. Wenn jetzt die Adelskämpfer attackieren. Er macht immer noch keine Anstalten hier, mit seiner Infanterie zurückzukommen. Unsere Elefanten sind ja gerade sehr langsam, was hier am Gelände liegen dürfte. Genau. Können wir hier nochmal schön in den Ansturm reingucken. Die Eigenschaften, die wir hier haben, würde ich ganz gerne noch behalten, um sie nachher einzusetzen. Eine Infanterieeinheit stelle ich hier für unsere Ballisten ab. Wie lauten eure Befehle? So, die eine Hälfte
Also eine, seine iberische Kavallerie läuft jetzt über die Brücke. Unsere Infanterie können wir hier vorziehen. Noch 50 Einheiten. Er hält sich sehr tapfer hier. Hat uns sogar schon Elefanten getötet. Wobei das nicht ungewöhnlich ist, wenn die KI so einen Adelsschwertkämpfer hat. So einen Trupp. Jetzt bricht die Moral. Er hat uns noch einen zweiten Elefanten getötet, oder was? Ja. Zwei Elefanten haben wir gegen ihn verloren. Das ist natürlich schon stramm. Wenn jetzt versuchen, noch seine Einheiten aufzureiben. Was macht denn der da jetzt? Alter Schwede. Okay, weißt du was? Bleib stehen. Er will ja offenbar auf die andere Seite der Brücke, ne? Dann laufen wir jetzt hier rüber. Dreifache Geschwindigkeit. Bitte nicht rennen, sondern normal gehen. Ist einer von euch schon wieder erholt? Nein, die sind noch relativ erholt. Du gehst mal hier hin. Stell dich hier bitte auch in normaler Geschwindigkeit. Lass unseren Jen bitte die Einheiten töten. Okay, dann haben wir den General wohl erwischt, wenn ich das richtig interpretiere. So, da kommt jetzt eine Einheit der KI angerauscht. Schick die mal bitte mit einem schnellen Vorrücken los. Sehr gut. Die bitte auch. So, das können wir jetzt nochmal etwas Ach nee, die leben noch. Ist ja ein Ding, ne? Hätte ich jetzt Wow, okay, ich dachte, die wären schon weg. Okay, jetzt haben wir ein Aber. Bitte auf die Schwertkämpfer und mach mal schnelles Nachladen an. Ihr könnt jetzt schon mal hier die Einheiten flankieren. Und du musst auf jeden Fall versuchen, einen Schockangriff zu machen. Kommst bitte. Ach, die sind so langsam in der Furt. Das ist sau ätzend. Vermoppelte Geschwindigkeit. So, bitte auf die da hinten einmal schießen. Jetzt hier schön flanken. Und jetzt die Elefanten in den Rücken. Die Elefanten sollten auch. Das ist natürlich schon ein wichtiger Tipp, wo mich auch viele darauf hingewiesen haben. Da muss man. Also, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein Manöver von mir, ja. Aber man muss echt darauf achten, dass die Elefanten nicht durch die eigenen Reihen von hinten durchmarschieren, ja. Das ist wirklich echt gefährlich. Genauso wie Plänkler, die auf die eigenen Einheiten schießen. Ich hoffe, unsere Einheiten haben sich ein ganz kleines bisschen erholen können, dass wir jetzt hier nochmal ein paar Kills machen können, denn da darf nicht viel, da darf jetzt nichts entkommen eigentlich, ja. Das müssen wir jetzt hier alles erwischen. Die Hopliten können ruhig noch mit. Alles, was irgendwie auch so eine Fähigkeit hat, wie schnelles Vorrücken oder so, ja. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn mir jemand ein Feedback dazu geben könnte. Ob das, ob der Formationskampf hier genauso sinnfrei ist wie bei den Römern. Bei den Römern ist es ja so, da kämpfen die Einheiten, also für mich ist es eher sinnfrei, ne? Bei den Römern ist es ja so, da kämpfen die Legionäre im Formationskampf meiner Meinung nach wesentlich schlechter, als wenn man den Formationskampf ausmacht. Und das muss doch jetzt die letzte Einheit gewesen sein, oder? So.
So, dann ist die Stadt doch offen, würde ich sagen. Dann hat er nur noch seine Garnisonstruppen da. Es sei denn, er kommt jetzt nochmal mit so einer Armee, dann könnte es vielleicht ein bisschen kitzlig werden. Reise abgeschlossen. Hannibal kriegt ein Level, sehr schön. Gisco kriegt ein Level. Was haben wir hier? Admiral. Steuereinkommen, schön. Fraktion vernichtet, Tarbella. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo waren die denn vorher? Ich weiß es nicht. Zeig mir nochmal gerade meine Diplomatie. Was Kunrisani, Dingsbums. Waren das am Ende? Warte mal. Die Arevaci sind meine Untergebenen. Die Vaskoren sind meine Untergebenen. Die Uretani sind meine Untergebenen. Waren die Tabelle auch meine Untergebenen? Die Wolke haben die vernichtet. Es waren nicht meine Untergebenen, aber die Wolke haben sie vernichtet. Okay, krass. Also ich denke, Cordoba ist jetzt auf. Mit den 13 Einheiten hier in Gades, da kann er mir die Stadt von mir aus wieder reparieren. Habe ich nichts dagegen. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Part, Leute. Das kann ich jetzt heute nicht mehr alles bringen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch an der Stelle schon mal fürs Zugucken. Ja, Hannibal reißt hier echt rum. Noch mehr List oder was geben wir ihm? Was können wir hier noch machen? Verstärkungsrate erhöhen. Minus 1 feindliche Belagerungszeit. Das ist natürlich auch was Interessantes für Hannibal. Anheuerungskosten für Söldner ist eigentlich eher unsinnig. Was haben wir hier halt eben? Er bringt halt den Moralbonus. Religiöse Gebäude. Das ist echt so ein blöder Trade irgendwie. Da hätte ich lieber was anderes. Den da will ich gerne haben. Da brauche ich Rang 5. Okay. Nochmal den Moralbonus erhöhen ist sicherlich gut. Aber ich schlage mal vor, wir machen das abhängig davon, was wir in der nächsten Runde belagern. Bis dahin sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete.